Sei grüßt, liebe Freunde. Mein Name ist Dennis. Willkommen bei UrbMZ Adventure. Hiermit mit einem Video, letzten Video des Jahres 2023, ein Jahresrückblick-Video. Ich will euch mal so ein bisschen mal erzählen, so was so in diesem Jahr so passiert ist, so videotechnisch, was ich so alles gebracht habe. Ja. Wo ich anfangen soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das war ein nicht ganz so erfolgreiches Jahr, aber auch wiederum irgendwie schon irgendwo erfolgreich. Was ist passiert? Ich bin seit April bei der Bundeswehr. Das war schon mal so gesehen ein Erfolg. Und in den Videos, die ich zuletzt so gepostet habe, gab es auch so einiges zum Thema hinter KaiFek. Es gab da auch Videos zum Thema, ja, Kriminalfälle, teils auch über so Geschichte, kurz und kompakt erklärt, also kurz und easy, ihr kennt es wahrscheinlich. Ja, und viele haben fanden es cool, haben es mit Daumen hoch bewertet, viele haben kommentiert, eine war gut, der andere, naja, weniger gut, aber ich habe daraus halt was mitgenommen immer noch, was momentan in diesem Jahr so alles abgegangen ist. Naja, es war so einiges los und beim Kanal war zeitweise war nichts los, also sprich gar kein, also wenig Aufrufe. Hin wieder mal ein paar Abos zugewonnen, mal wieder verloren. Das hat damit zu tun, weil ich nicht wieder mal, wie ich schon mal, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, schon ein paar Mal erwähnt habe, dass ich nicht mal Zeit für Videos habe. Ich habe vor kurzem auch, seit einigen Monaten tue ich auch Streamen bei Twitch. Ihr findet mich dort auch unter dem Pseudonym UrbMZ. Dort zocke ich Call of Duty, werde auch auf jeden Fall andere Games zocken. Ja. Für mich persönlich war das, hätte ruhig mehr sein können, aber leider, ich habe halt das Beste rausgeholt aus der Sache. Ja, ich wollte noch kurz vor Jahresende noch ein Lost Place Video drehen. Leider hat es nicht funktioniert. Auch wieder schade. Kann man nichts machen, ist halt so. Hoffe, dass es Anfang des Jahres dann beziehungsweise nächstes Jahr ein bisschen anders wird, wenn ich mal Urlaub habe. Ja, ansonsten will ich jetzt nicht zu sehr auch in mein Privatleben so eingreifen, also nicht zu viel Privates erzählen, weil im Moment einige Dinge noch ganz unklar sind bei mir. Und ich weiß jetzt nicht nur, ja, bei der Bundeswehr, also beim Dienstposten bin ich eigentlich soweit glücklich, nur halt ein paar gibt's halt so ein paar Problemchen. Ich hoffe, dass nächstes Jahr dann damit dann auch passé ist, weil nächstes Jahr warten auf mich diverse Lehrgänge noch. Es sind zwar nicht viele, aber die sind wichtig. Ja, sporttechnisch konnte ich was erreichen. Weil ich mache auch in meiner Freizeit sehr viel Sport, versuche auch viel Sport zu machen. Nur ich habe nicht immer Zeit, auch dafür manchmal so Schwierigkeiten, es zeitlich hinzubekommen, weil ich sehr, sehr, sehr viel machen muss. Also vor allem auch privat und so, das erledigen, dies machen und so. Manchmal nervt mich das ehrlich gesagt, weil ich manchmal keinen Bock drauf habe. Weil mir, ich gebe es offen zu, manchmal in diesem Moment Sport mir wichtiger ist, weil ich habe oft die Erfahrung, in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, sobald ich einmal irgendwas verschiebe, verschiebe ich es immer und immer wieder. Dann wird es einen Tag verschoben, eine Woche verschoben, einen Monat verschoben, ein Jahr verschoben. Dann macht man es immer gar nicht mehr. Und wenn man sich beschwert, heißt es dann wieder selber schuld. Also darauf, ich weiß nicht, ob es jemand von euch kennt. Wenn ja, falls ja, dann könnt ihr euch direkt in die Kommentare reinschreiben. Wie es mir persönlich geht, schlecht geht es mir nicht, aber super gut geht es mir auch nicht, weil irgendwas scheint
ich dieses Jahr doch nicht so, wie ich es erhofft habe, erreicht zu haben. Ja, das ist halt blöd. Ich hoffe, dass nächstes Jahr dann das anders wird. Und dafür brauche ich allerdings ein bisschen mehr Mut. Ich bin gerade dabei, diesen Mut aufzubauen. Es wird ein paar Konsequenzen geben. Leider ist halt so. Kann man nichts machen. Im Großen und Ganzen übrigens, ja. Mal sehen, wie das Ganze dann so ablaufen wird. Definitiv werden neue Videos kommen. 2024 wird auf jeden Fall versuche ich mehr Videos hochzuladen. Thema, naja, wenn ich was Neues zu Intergrafik finde, werde ich was zu Intergrafik hochladen. Ich bemühe mich, für ein paar Tage mal sogar runter nach Bayern zu fahren, zu diesem Ort des Geschehens, vielleicht bei einer Nachtwanderung teilzunehmen oder vielleicht auch mal so alleine mal dort unterwegs zu sein. Ja, wenn es soweit ist, wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich auf jeden Fall das ankündigen und dann let's go, würde ich sagen. Lost Place Videos habe ich mir überlegt, noch einmal vielleicht das mal zu resetten. Das heißt, ein paar Lost Place Videos zu drehen. Nicht viele, aber so ein paar gute. Die Überlegung ist da sogar Videos über Cold Case, also True Crimes, hochzuladen, über spektakuläre Mordfälle, Verbrechen. Da habe ich vor kurzem ein paar Sachen gefunden. Ich bin auch gerade dabei, mich da einzulesen. Und wenn ich mehr weiß und endlich mal so stark genug mich fühle, dann geht's weiter. Dann wird da auf jeden Fall, was es angeht, ein neues Video kommen. Ups. Okay. Ich glaube, was ich erzählen wollte, habe ich erzählt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten vergesse ich mal, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr findet auch mich bei Twitch. Das heißt, ich bemühe mich im Kern mindestens einmal die Woche oder zweimal die Woche dort einen Livestream zu machen. Ich zocke da Call of Duty auf jeden Fall. Wer Lust hat, mich zu abonnieren, kann das gerne, sehr gerne tun. Den Link dazu findet ihr in meiner Kanalbeschreibung. Notfalls tue ich die auch unten einblenden nochmal. Dann könnt ihr mich abonnieren und ja, dann sehen wir uns vielleicht auch beim Livestream. Ja, Livestream, das haben wir abgehakt. Im Übrigen wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch und ich hoffe, dass ab 2024 nicht nur für mich, auch für euch alle das Jahr dann erfolgreich wird, gesund übersteht, beziehungsweise das Jahr auch gesund startet. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ihr werdet von mir hinten wieder hören. Bei meinem Beiträgen unter Community werdet ihr einiges lesen. Ihr könnt euch dann darüber informieren. Wie gesagt, unten im Kanalbeschreibung findet ihr meinen Twitch-Account. Ihr könnt mich dort abonnieren, liken. Ansonsten bleibt sauber, liebe Leute. Bleibt gesund. Guten Rutsch. Wir sehen uns. Und damit tschüss 2024. Ich hasse das voll. In dem Sinne, tschüss 2023, hello 2024. Haut rein, ciao.